Solche rutschenden Schneidebretter sind nicht nur nervig, sondern auch unheimlich gefährlich, weil man sich dadurch leichter verletzen kann. Um das zu verhindern, könnt ihr jetzt entweder so ein Küchenkrepp nehmen, das anfeuchten und unter das Brett legen. Hat nur den Nachteil, ihr habt jedes Mal so ein Papier zum Wegschmeißen. Und feuchtes Papier und Holz vertragen sich auch nicht so gut miteinander. Stattdessen empfehle ich euch solche Einmachgummis. Die könnt ihr ganz einfach unter dem Brett verteilen. So, 4 Stück. Brett drauf und dann rutscht da gar nichts mehr. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch alles Gute für das neue Jahr und viel Spaß beim Kochen.